Moin moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Und ihr konntet es ja bereits in einer Bulletin lesen, ich werde einen kleinen Contest starten. Ja, ihr müsst mir einfach nur, um teilzunehmen, ein Foto schicken von irgendeinem kostenlosen Online-Spiel. Welches das ist, ist mir ziemlich egal, Hauptsache das Foto sieht richtig geil aus. Ihr dürft es allerdings auch nicht nachbearbeiten, also es kommt mehr so auf Perspektive und so an, dass ihr da irgendwas richtig gut ablichtet. Ob das Spiel jetzt irgendwelche Funktionen hat, um Fotos frei aufzunehmen oder nicht, ist auch ziemlich egal, weil das kann ich eh nicht überprüfen. Und ja, müsst ihr natürlich selber wissen, ich glaube, die meisten Spieler haben sowas auch mittlerweile. Also soll halt einfach nur richtig gut aussehen und so. Kann auch natürlich lustig sein, ich werde mir das schönste Foto raussuchen. Ich hoffe mal, dass da so ein paar mehr auch reinkommen, denn es gibt was zu gewinnen. Und zwar eine 10€ PaySafe-Card, die wird ja eigentlich bei fast allen Spielen akzeptiert. Und ja, ich schicke euch dann den Code der PaySafe-Card per E-Mail oder über YouTube-Nachrichtensystem, je nachdem, ob ihr einen YouTube-Kanal habt oder nicht. Denn ihr könnt mir das per privater Nachricht, per Kommentarfunktion oder per Twitter schicken. Also wenn ihr kein YouTube habt, egal, macht über Twitter mit. Oder registriert euch eben schnell bei YouTube, ist ja auch kein Ding. Und ja. Also, kleines Foto schicken, 10€, PaySafe Card vielleicht gewinnen. Viel Glück, die mitmachen. Und dann jetzt etwas weniger Interessantes, und zwar zu dem Let's Play. Also erstmal, tut mir echt leid, dass ich das mit dem Ava-Let's Play dann nicht machen kann, weil mein PC einfach zu schlecht ist. Tut mir auch echt leid, das hätte ich vorher mal ausprobieren sollen, bevor ich rumfrage, ey Leute, was soll ich machen? Das war ein bisschen scheiße. Aber naja, jetzt ist es gelaufen und ich will euch jetzt auch nicht zu viel zwingen, deswegen habe ich mir mal so auf die Schnelle was Zweites überlegt, und zwar Morrowind. Das ist ein Rollenspiel und das würde ich dann so interaktiv machen. Also das Let's Play, dass ich so von Mission zu Mission mich angel und dass ihr aber nach jeder Mission sagt, was soll ich jetzt machen? Also zum Beispiel, welche Charakterklasse nehme ich und so, was erstelle ich? Und in welche Gilde gehe ich und so weiter? Mache ich erst den Hauptquest, mache ich den Hauptquest zuletzt und so weiter. Also, an sich ist es ja komplett anders jetzt, ob ich Fear oder Morrowind mache, aber das sollt ihr natürlich wissen. Ob jetzt Fear irgendwie spackt das mit der Bestellung rum. Es ist bestellt, aber es kommt nicht an. Also, ich hoffe, das passiert irgendwie alles bald. Schreibt mir das jedenfalls am besten auch noch in den Kommentar darunter. Also, zählt nicht mit zum Contest, aber könnt ihr trotzdem mal machen. Ja, viel Glück für alle, die beim Contest mitmachen. Anleitung steht ansonsten auch nochmal in der Videobeschreibung unten. Und ja, das war's dann auch von mir.